Satya, du bist so weit gekommen. Nun gehe auch das letzte Stück. Folge dem Pfad von Draconia hinab zu Satinavs wachender Säule. Dort werde ich dir erscheinen. Und wenn du möchtest, zeige ich dir meinen Garten. Meinen Garten. Meinen Namen. Meine große Gnade. Das mit dem Ast habe ich nicht verstanden. Du meinst den Garten? Ich meine alles. Den Garten, die Maske. Ich komme bei all dem nicht mehr mit. Du etwa? Ich finde, so schwer ist das doch gar nicht. Okay, dann erklär's mir. Ich weiß es zwar auch, aber... Der Garten des Vergessens. Wieso wird dort jedes Wort wahr? Soweit ich das verstanden habe, liegt das daran, dass Satinav nicht weiß, was in dem Garten geschieht. Es aber wissen muss, um es in sein Buch der Zeit zu schreiben. Muss denn alles in diesem Buch stehen? Scheinbar. Auf jeden Fall macht ihn dieses Unwissen wütend. Darum hat er dafür gesorgt, dass alle Ereignisse im Garten für die Außenwelt ohne Folgen bleiben, bis man ihm davon erzählt. Was wäre denn ein Beispiel? Sagen wir mal, du gehst mit einem Ring in den Garten und verzauberst ihn dort, ja? Ja. Sobald du den Garten verlässt, ist der Zauber sofort wieder verflogen. Warum? Weil im Buch der Zeit nicht drin steht, dass du ihn verzaubert hast. Und was nicht im Buch der Zeit steht, das ist doch nicht geschehen. Erst wenn du außerhalb des Gartens davon erzählst. Und Satinav mich hört? Und Satinav dir glaubt? Erst dann öffnet er sein Buch und schreibt, Geron ging in den Garten des Vergessens und verzauberte Bredas Ring. Und der Ring ist verzaubert. Was, wenn ich lüge? Tja. Wenn Satinav dir glaubt, dann wird auch das wahr. Zumindest so lange, bis er erfährt, dass du gelogen hast. Ich glaube nicht, dass er es mag, wenn man ihn an der Nase herumführt. Das hast du da alles herausgelesen? Ich dachte, es liegt auf der Hand. Okay. Meine Vermutung, ich werde es jetzt einfach mal sagen. Geron wird mit Nuri in den Garten gehen... Und vielleicht mit einem Menschen, wird da drinnen sagen, dass er die Seelen getauscht hat, der beiden. Und Nuri ist dann vielleicht ein Mensch wieder. Dann ist natürlich die Frage, kriegt Satinav das raus, weil dann ist Geron am Pops, wenn man das so sagen möchte. Ich glaube, die Idee wird ihm gleich kommen. Ich mach mal weiter. Ich muss also nur erzählen, was im Garten geschehen ist, und jedes Wort wird wahr. Wenn Satinav dir glaubt, dann ist es so, ja. Okay. Was kann die Maske nochmal? Sie stellt dich vor eine Entscheidung. Trägst du sie und sprichst die Formel auf ihrer Innenseite, verlierst du all deine Erinnerungen. Sprichst du jedoch den Namen des Zeitdschinns, erscheint er dir und bringt ein Stück deiner Vergangenheit zurück in die Gegenwart. Auch das könnte ein Rätsel sein, okay. Ich denke, irgendwie verstehe ich es. Aber bei den Zwölfen war die Welt damals verrückt. Ach was, im Gegenteil. Damals war sie noch voll von echter Magie. Eine Maske, die die Vergangenheit zurückholt. Ein Garten, der Lügen zu Wahrheiten macht. Das ist alles nicht zu vergleichen mit dem kümmerlichen Hokuspokus, den wir heute nur noch kennen. Lies weiter. Oh nein. Was kommt als nächstes? Hier am Rand hat jemand anderes etwas hinzugefügt. Nachdem meine Prinzessin den Weg zum Garten erfahren hatte, kam sie ein letztes Mal zu mir. Der Stab! Ich weiß nicht, was mich dort erwarten wird, aber ich werde in den Garten des Vergessens gehen. Ich muss wissen, was Kasim dort wollte. Tut, was ihr nicht lassen könnt. Ich bin der Letzte, der sich eurem Wahnsinn in den Weg stellt. Ich möchte mich bei dir entschuldigen. Du hast dich immer gefragt, warum ich dich aus der Grabkammer befreite. Nun, ich brauchte ein Publikum. Jemand, der all meine Taten beobachtete und sich noch lange daran erinnern würde. Ich musste dich nur ausreichend beeindrucken und du hättest mich niemals wieder vergessen. Ich habe dich benutzt. Warum erzählt ihr mir das ausgerechnet jetzt? Es
ist der Garten. Er macht mir Angst. Angst? Euch? Der Zeitdschinn ist ein zorniges Wesen. Zudem könnte ich dort Kasim in die Hände spielen. Ich habe Angst, dass ich nie wieder herauskommen werde und die Welt mich auf ewig vergisst. Das wird nicht geschehen. Nein? Nein. Ihr seid eine großartige Frau. Wenn ich Knie hätte, ich hätte euch schon längst einen Antrag gemacht. Ich dachte, ihr wolltet mich beeindrucken. Gerade hast du mich noch gehasst und jetzt liebst du mich? Ach, wo denkt ihr hin? Ihr seid die letzte Frau, in die ich mich verlieben würde. Eine Frau, in die ich mich verliebe, ist gefährlich und unberechenbar. Geheimnisvoll, launisch. Das klingt genau wie ich. Nein, eine Frau, in die ich mich verliebe, ist so berechnend und undurchsichtig, ich könnte ihr niemals vertrauen. Doch euch, Charizat, vertraue ich inzwischen. Warum auch immer. Der Luftmagier hat sich bereit erklärt, als Beobachter auf die fliegende Festung mitzukommen. Ich habe ihn gebeten, dich mit an Bord zu nehmen. Ihr habt was? Nun, da wir endlich Freunde sind, schickt ihr mich einfach in den Tod? Wenn ich den Garten überstehe und es in die Schlacht schaffe, will ich, dass wir Seite an Seite kämpfen. Dann übersteht den Garten bitte auch. Ich will nicht allein in den Niederhöllen landen. Das wirst du nicht. Ich meine das ernst, Charizat. Wenn ihr nicht herauskommt, dann komme ich euch holen. Keine Angst. Egal wie aussichtslos meine Lage auch ist, ich habe immer etwas in der Hinterhand. Ich bin bald zurück. So, da wären wir. Ja. Monolith. Es fühlt sich an wie ganz normaler Stein. Aber das da nicht. Ich muss erst sicher gehen, dass ich da auch wieder herauskomme. Ich frage mich zwar, ob ich das Seil habe, aber ich habe es. Und hier ist also der Garten. Einfach so. Du bist tatsächlich gekommen. Setze meine Maske auf. Und träume von meinem Namen. Er macht mir ein wenig Angst. Ein wenig. So. Was für eine Ehre. Mein Rubin an der heiligen Maske des Zeitdschinns? Satya, ich bitte dich. Damit fehlt mir nur noch der Name des Dschinns. Als ob ich ihn dir jemals verraten würde. Ach, das brauchst du doch gar nicht. Wir sind hier im Garten des Vergessens. Vergessen? Alles, was hier drin geschieht, wird erst wahr, wenn jemand satinhaft davon erzählt. Meine Dienerin wird einfach behaupten, dass ich dich hier gefunden und gefoltert habe, bis du mir schließlich den Namen verrätst. Kein echtes Blut, nur eine kleine Lüge. Aber in den Augen der Welt eine wahre Lüge. Ich werde diesen Ort verlassen und es wird sein, als hättest du mir den Namen wirklich verraten. Aber psst, das bleibt unter uns. Ich werde dich finden und ich werde dich vernichten. Ganz bestimmt. Was ist das? Irgendwas ist hier. Da bist du ja endlich. Ich dachte schon, du lässt mich im Stich. Lass uns hier verschwinden. Na dann. Halt! Eine Bewegung und du bist tot. Ah. Klettere zurück in das Loch. Sofort! Du bist ein Straßenmädchen, richtig? Halt den Mund! Ja, bist du. Du bist nicht tätowiert.
Kasim hat es schon immer geliebt, mit kleinen armen Mädchen zu spielen. Halt den Mund! Warum zitterst du so? Sollte ich nicht diejenige sein, die Angst hat? Kasim hat gesagt, ich soll dich töten, wenn du nicht gehorchst. Wirklich? Fordere es nicht heraus. Lass mich gehen. Kasim wird niemals davon erfahren. Es geht nicht um Kasim. Sondern? Es ist... Er hat mir befohlen. Sprich weiter. Ich habe für ihn gelogen. Und jetzt ab in das Loch. Es darf dich niemand sehen. Ach so. Na los, drück ab. Das ist mein letztes Wort. Spring in das Loch. Ich will ihr ja nichts tun. Sie musste ja lügen. Ich wurde nicht gefoltert. Das kannst du nicht beweisen. Siehst du etwa irgendwelche Wunden? Warum tust du nicht einfach, was ich dir sage? Ah, du kannst mich gar nicht töten. Jedenfalls nicht hier draußen. Du hast erzählt, ich wäre im Garten gestorben, richtig? Hör auf! Aber wie kann ich dann hier stehen und mit dir reden? Ah! Bei den Göttern. Wo ist's ihr hin? Satinav hatte das Mädchen zerfetzt. Er korrigierte damit den Lauf der Dinge, der Prinz vergaß wieder den Namen des Djinns und Satya war wieder frei. Mein Luftgeist brachte sie auf die fliegende Feste und erstattete mir anschließend Bericht. Obwohl es ihm unmöglich ist zu lügen, riet ich ihm bei seinem Bericht zur Vorsicht. Jedes Ereignis, das sich im Garten ereignet hatte, musste so wahrheitsgetreu wie möglich erzählt werden, um nicht der schrecklichen Logik des Gartens in die Hände zu spielen. Hier endet der Eintrag. Das ist alles? Ganz am Schluss. Auf der letzten Seite steht noch etwas. Was ist das für ein Geschrei da draußen? Ich sehe nach. Geron! Die Thulamiden wurden im Wald gesichtet. Die Stadt bereitet sich auf eine Hetzjagd vor. Auch das noch. Diesmal stecken die Armee und das Kampfseminar auch mit drin. Kannst du versuchen, sie aufzuhalten? Ich werde sehen, was sich machen lässt. Danke. Kapitel 6. Der ganze Wald wimmelt vor Magiern und Soldaten. Am besten teilen wir uns auf. Wie geht es deinem Flügel? Gut. Gut. Dann kannst du den Wald von oben absuchen. Ich bleibe unten. Unser Treffpunkt ist dann wieder hier. Alles klar? Ja. Hoffentlich finde ich diesen Ort wieder. Nuri, das ist dein alter Wasserfall. Du hast hier jahrelang gelebt. Ach so. Ja, stimmt. Bis gleich. Oh oh. Es scheint loszugehen. Es wurde ja gesagt, wenn sie in ihrer Gestalt bleibt, dann wird sie irgendwann zu einem Raben. Okay, meine lieben Freunde, wir haben hier einiges erfahren. Wir haben höchstwahrscheinlich auch schon einen Plan. Ich weiß es noch nicht genau. Momentan sind wir dabei, die Thulamiden zu finden. Doch hier geht's erst in der nächsten Aufnahme weiter. Ich habe jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Stunden aufgenommen. Das wird Folgen für eine ganze Ecke geben. Vielleicht mache ich die Folge sogar länger. Mal schauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ich hoffe, das geht dieses... Ich meine, der Dedek hat ja immer so schlechte Ausgänge. Ich hoffe, dass dieses Spiel einfach gut ausgeht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.